Hallo, herzlich willkommen in meiner bunten, wundervollen Fancy-Welt again. Heute möchte ich euch jemanden vorstellen. Sie, ihr Name, klingt ein bisschen wie eine Alt-Berliner Kiezkneipe, in der man morgens nach dem Feiern den Tag mit Currywurst und Pommes starten kann. Ja, diese Zeiten hatte ich auch. Und das ist aber schon eine Weile her. Ihr Name ist Blaue Agathe. Berliner Kiez, oder? Ja, Blaue Agathe oder auf Englisch Blue Agathe. Klingt natürlich schon mal um Klassen cooler. Aber es hat beides was. Das Unboxing habe ich schon auf Facebook gemacht, deswegen zeige ich euch sie direkt nuggisch. Aus der kalten Blaue Agathe, der Name ist Programm. Dies hier ist Blue Agathe oder die Blaue Agathe, die Duftlampe des Monats Februar. Seit Januar hat Sensi ja diese Duftlampe des Monats zusätzlich zum Duft des Monats. Und ich habe sie mir in einem Abo bestellt, damit ich sie euch jedes Mal vorab zeigen kann und vorführen kann und ihr euch einen tollen Eindruck davon machen könnt und schauen könnt, ob sie vielleicht bei euch zu Hause einziehen soll. Denn das Kontingent ist immer nur, solange der Vorrat reicht, und wenn es die nicht mehr gibt, dann gibt es die nicht mehr. Und wenn ihr sie vorab sehen könnt, dann ja, könnt ihr beurteilen, ob das euren Geschmack trifft oder ob vielleicht das Blau nicht zu dem Grün in eurer Wohnung passt. Blue Agathe. Und dann, wenn ich sie so ganz dicht ranhalte, sieht man, die hat also so ein Kristalldesign. Kennt ihr diese Kristalle, die man so kaufen kann auf Volksfesten, wo so Stände, Verkaufsstände stehen? Da gibt es doch auch ab und an immer mal so einen Stand, wo so eine Deko-Kristallsteine stehen in verschiedenen Farben. Und ich finde, das ist hier so wirklich cool nachempfunden, auch sehr schön. Weiß nicht, wenn ich das noch näher ranhalte, sieht man das vielleicht auch noch besser. Sehr schön detailliert und naturgetreu nachgebildet. Die Lampe ist aus Glas, hat eine 25 Watt Birne und natürlich den typischen Sensi. Jetzt muss ich ihn doch mal aus der Kiste rauskramen. Den habe ich nämlich schon wieder eingepackt vorhin. Glasdeckel, in dem das Wachs aufgeschmolzen wird. So, mal hier ganz geschickt rangehen, nicht, dass uns das noch runterfällt. Das ist also der Glasdeckel, der kommt hier oben rein und in dem wird das Wachs geschmolzen. Ist eine große Lampe, also ist auch hervorragend geeignet für große Räume und mehr als ein Würfel daran aufzuschmelzen. Ich nehme ihn mal jetzt runter, damit ich mit der Lampe ein bisschen besser hampeln kann und schalte sie für euch ein. 3, 2, 1, stopp! So, die Kamera muss erst hier die Belichtung einstellen. Aber, ihr seht's, wenn man diese Lampe also einschaltet, verändert sich das kühle Königsblau zu einem dezenten Lila und die kühlen weißen Kristallstrukturen werden von der Wärme der Glühbirne, von dem warmen Licht der Glühbirne, sehr schön warm durchleuchtet. Also, aus, krass cool, ein, deutlich wärmer. Ein cooler Effekt, finde ich. Sieht wunderschön aus. Und ja, verleiht der Lampe nochmal einen Hauch Wärme in der Optik. Blue Agathe. Blaue Agathe. Immer für eine Überraschung gut. Ich zeige euch dazu noch und gebe euch ein bisschen verbal wieder den Duft des Monats. Nützt euch ja nichts, wenn ich den hier einfach in die Kamera halte. Davon schnuppert ihr ihn noch nicht. Aber ihr wisst, ihr könnt mich immer kontaktieren und ihr könnt euch natürlich eure Schnupperprobe bei mir bestellen. Schreibt mir in die Kommentare oder über meine Nummer, die ich unten eingebe in den Text. Eine WhatsApp, meldet euch bei mir und dann bekommt ihr natürlich eine Schnupperprobe vom Duft des Monats Februar. Sunburst Bamboo ist der Name. Und er ist
Ein Hauch Amazon Rain, also Pflanzen, Blätter, saftig. Etwas süßer jedoch. Und ein Hauch Holz, aber leichtes Holz. Eher sowas wie, ja, tatsächlich Bambus. Also Bambus ist ja ein sehr leichtes Holz. Kein schweres, massiges Holz, sondern ein leichter holziger Duft. Ich hoffe, ich konnte es vielleicht so ein bisschen beschreiben. Wenn euch das nicht reicht, meldet euch für eine Duftprobe. So ist er. Ja, und im Februar sind die Lampe, Duftlampe des Monats für -10% zu haben. Und auch der Duft des Monats im Februar für 10% weniger. 7,65 für den Duft, 63,90 für die Lampe. Ihr könnt euch gerne bei mir melden, wenn ihr die schon vorbestellen möchtet, wenn ihr ein paar mehr Bildchen haben wollt, wie auch immer. Und wenn ihr einfach nur zuschaut, weil ihr denkt, ihr wollt wissen, was es Neues bei Scentsy gibt, freue ich mich auch über einen Daumen hoch und vielleicht ein Abo, wenn ihr öfter mal schauen wollt, was es so in der Scentsy-Welt gibt, was ich so euch darüber erzähle und wie viel Spaß ich dran habe. Also, vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank für einen und für einen Kommentar natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.